und herzlich willkommen, Leute, der guten Haltung hier wieder zurück zu Misgraded mit dem Moppel. Ist auch im Start. Ja, letztes Mal haben wir hier den Stopp gemacht in der Tankstelle und haben es erstmal noch wieder gefunden, auf jeden Fall. Sehr nice, hier ist der Moppel ganz fresh am Start. Die schöne Frau spielt, ja. Da ist sie gerade instant vor der Aufnahme erstmal in den Helm gekotzt. Keiner weiß warum. Ist leider nicht mit drauf gewesen. Nee, nicht. Ja, jetzt müssen wir auf jeden Fall erstmal dezent echt was zu saufen finden und was zu essen, weil wir haben hier echt nichts gerade. Das Eis, was ich gefunden habe, ist halt Öl. Und das will ich nicht saufen. So, und ich brauche Salz habe ich auch noch. Ich muss jetzt gleich hier auf jeden Fall auch mal eine Waffe basteln. Und das wird dunkel. Achso, komm mal mit, wegen unserem Haus, komm mal mit, dann kann ich dir mal unser Haus zeigen unten. Da müssen wir halt einmal hinlaufen auf jeden Fall, dass du weißt, wo es ist. Dass wir da schon mal was haben. Gucken, dass hier irgendein Zombie rumeiert. Oder so ein, das heißt Zombie, Mutant eher. Das sind ja Mutanten, keine Zombies. Und irgendwo auf der rechten Seite war so ein Big Boy da hinten in der Ecke. Ist da rumgeschwänzelt, da so ein großer, weißt du, so ein ganz ekelhafter Typ. Keine Ahnung, ob der noch da rumeiert. Und hier ist ein, da ist ein Haus schon. Wollen wir reingehen ins Haus? Wegen Essen gucken? Ja, ne? Ja, bis dann, ne? Wie bitte? Oh, da sind auch noch zwei. Ich rechts. Oh, da sind so Autos. Ja, geh du mal rechts, ich geh links. Und dann nach muss ich hier einmal jetzt schon mal bei meinen Zuschauern. So, gucken wir doch mal. Für das Gelecke hier. Aber irgendwas läuft hier gerade im Hintergrund. Ja. Was man hört und wo gitterlich klingen lässt. Ah, ja, du hörst dich auch sehr komisch an. So. Jetzt hast du es? Jetzt. Wunderbar. Erst nochmal, falls ihr mich nicht verstanden habt, Entschuldigung. Ich hatte einen Download im Hintergrund. Läuft. Deswegen war es jetzt gerade ein bisschen abgehackelt hier bei mir. Habe ich mitgekriegt. Und jetzt ist es hoffentlich wieder. Boah, ein Kühlschrank, da ist bestimmt was zu essen drin. Lol. Oder auch nicht. Oh, ich habe einen Hammer gefunden. Kann man den auch in der Hand nehmen? Du kannst alles in der Hand nehmen. Jo, ich kann mich wehren. Ich kann mich nun wehren. Das ist schon mal immer gut. Ja, würde ich sagen, ne? So, gucken wir mal, was sind hier drin? Ein paar Bücher, brauche ich nicht. Oh, die Küche, das ist sehr gut. Hier müssen wir hin. Die Küche ist auch mal gut, aber meine Küche war leer. Also bei mir. Oh, ich habe einen Rucksack gefunden, wenn du willst. Hast du einen? Rucksack. Habe ich einen? Also ich hab noch, doch, ich hab einen Rucksack. Hast du einen Rucksack, ja, ist klar. Ich hätte hier dreckiges Wasser. Ja, nur mit können wir abkochen. Kann man das irgendwie auf. Kann man die Flasche auffüllen irgendwie? Am Wasser halt. Und wie? Zum Wasser laufen und auffüllen. Ja, aber mir steht nur Drink Dirty Water. Ja, weil dreckiges Wasser drin ist. Ja, aber ich. Das ist ja hier ein Waschbecken und ich will meine Flasche auffüllen. Das geht nicht, das geht nicht. Du kannst es nur am Fluss machen. Da kannst du es auffüllen, da ist aber nur dreckiges Wasser drin und das muss man abkochen. Das ist ja nicht so schlimm. Also mein Haus war empty, da war gar nichts. Ich habe nichts gefunden. Ich bin ja auch noch nicht ganz durch. Ich habe nicht mal Rex gefunden bei mir, ey. Schau gerade bei dir mal hier im Vorgarten Müll nach. Ein Duct Tape. Tu dies. Drink Dirty Water, wo denn das? Hä? Ach, hier eine Pfütze. Boah, fui, Deivel, nee, lass mal, Alter. Ich trinke doch kein Pfützenwasser. So weit kommt das hier noch, Leute, dass ich Pfützenwasser trinke. Nee, nee. Na juhu. Ich steh im Fenster. Juhu. So, mal auf den Schuppen hier. Ja, das war's. Meine lieben Freunde, hier ist nichts. Hier ist nichts. Komplett lost. Ein paar Rex gefunden. Ich bin gleich durch. Und hier sind auch noch Rex. Wasser. Und Ed ist am Pissen, die Sau. Nee, ich, was passiert, wenn man dreckiges Wasser trinken? Du bist vergiftet auf jeden Fall denn. Ja, wenn da, also aber wenn du Antibiotika hast, dann kannst du dich wieder heilen. Hab ich Antibiotika? Pillen, muss mal gucken. Jo, hab ich. Sehr schön. Wie viel hast du davon? Ein oder zwei? Einmal. Einmal. Okay. Dann trink das Wasser oder nimm Antibiotika gleich dann. Weil ich muss auch was saufen irgendwie, ey. Bus hat nix. Jetzt sagt der Left Bla irgendwas. Keine Ahnung. Der hat den jetzt getrunken. Wir müssen leer. Was ist das weg? Hast du schon getrunken? Boah, es ist voll im Schütten, Digga. Ey, der Himmel wird grün. Das sieht nicht so schick aus.
Ein grüner Himmel ist nicht so geil. Ich will das einmal im Hinter. Warst du schon hinten gewesen? Ja, da war ich schon mal drin. Ach, gegenüber das Haus, nee. Ey, wir kriegen gleich grünen Nebel, das weißt du schon, ne? Yep. Links ist noch ein Haus. Guck mal hier. Oha. Oh! Aua! Ja, du bist gerade voll auf mich draufgesprungen, ich bin tot. Ich sehe nichts mehr. Du bist voll auf mich draufgesprungen, ich bin tot. Wie soll ich noch auf dich aufspringen? Ich bin Ich runtergefallen. stand nach unten. Ich stand nach unten an der Treppe. Lol. Okay, Wir haben es gerade gefunden. Wir sind Matsche. Ja, Kinder. Ja, das ist blöd soll man. gelaufen. Was soll man dazu noch großartig sagen, ne? Da fällt mir auch nicht so drauf ein. Die Worte, Scheiße. Das wollte ich gar nicht. Ich bin einfach nur Treppen runtergegangen und auf einmal war, hast du gesagt, da ist nichts mehr. da, wo bin ich denn jetzt hier gespawnt, Alter? Mitten im. Boah, ich bin in so einem fetten Bunker, So, Alter. Kinder, jetzt seht ihr das hier gerade. Seht ihr das? Bei mir zumindest. Grüner Nebel. Grüner Nebel ist nicht so geil. Jetzt ist er gerade despawned. Ist einfach weg. Okay, alles klar. Alter, das sind ja. Also diese grüne Nebel ist halt richtig Abfuck. Ja. Das muss ich halt ja erstmal irgendwann finden, wo dann ich mich orientieren kann. Damit ich Oh. unseren Woogie wieder Was finde. zu essen. Oh, hier ist was zu essen. Huhuhuhu. Ganz wichtig. Ein Quad mit Reifen. Habe Oh, ich gar nicht mehr Tomatensaft. drauf. Ganz gut. Was ein Aber Quad ich, mit der Reifen. fährt nicht. Er fährt Ja, nicht. weil nichts dran ist, glaube ich denn. Ein Kackhaus. Das ist ein geiler Bunker hier, Alter, krass. Ja, diesen Bunker wollte ich mir auch eigentlich anschauen. Aber hier sind, das Einzige, was hier echt nur drin war, ist nur ein Stück Tomatensaft gewesen. Also natürlich echt gleich, ich wollte dich nicht umbringen oder so, das war keine Absicht. Also, Ja, ich bin das. einfach nur runtergegangen und habe mich runtergeplumpst und sagst du toll tot. Der mir so, hä? Diesen Satz, liebe Leute, brachte er auch ins Scam. Ich wollte dich nicht töten. Guck mal, Wollt ihr auch davor hat nicht? er mir mit seiner Habe über den Kopf gezogen. Ach komm, Quatsch. Sag sowas nicht. Ah, wa was Quatsch. Erzähl doch sowas nicht. Aber es ist doch verdammt normal wahr. Alter, qualmt meiner gerade eine Zigarette oder was? Oder ist dem kalt? Man munkelt noch, was bei dem los ist. Ich weiß selber nicht, was der für ein Problem hat gerade. Ich habe nicht mal meinen Platz im Inventar. Aber die Karre müsste eigentlich laufen. Der hat eine Eigentlich. Batterie, der hat Zündkerzen, ein Wife-Belt und vier Reifen. Öl? Alles da. Weißt du, wie man einen Motor anmacht? Mit E? Steht es nicht drinne? Jetzt einfach mal hier ein paar Pillen gefressen. E-Kuchen. Mit R. Ah, deine Leiche liegt hier. Aha. Schau mal, was ist denn alles drin? Du hast sogar Thunfische gehabt. Schau mal an. Pistol Flashlights. Ah ja, aha. Eine Campinglaterne. Aha. Karottensamen. Na, viel hast du nicht gehabt. Und ein Walkie-Talkie. Du warst da trotzdem schon gut ausgerüstet. Ich kann das Zeug halt nicht mitnehmen, das ist das Ja. Problem. Weil das Zeug, wenn ich das mitnehme, weil ich weiß nicht mehr, wo du bist. Ja, ich bin jetzt hier gleich an Woodhaven bin ich. Boah, Woodhaven. Aber Okay. wir waren in Sultan irgendwo, ne? Ja. Ich bin nämlich jetzt hier an einem Oh, Schild psch, psch, willkommen psch. zu. Ein Auto. Hast du das gehört? Ja. Das bin ich. Ich bin an der Tankstelle. Hast du gehupt? Ja, ich bin an der Tankstelle. Du hast ein Auto gefunden? Warte mal, ich komme da mal hin. Vorsicht, Tankstelle, ne? Leute, der hat ein Auto, da ist er doch. Bleib stehen. Ich komme.
Ein Quad, können wir zum zweiten fahren? Ich hoffe es. Ich hoffe es auch. Enter Vehicles. Jo, läuft! Yeah! Yip, yummy! Jetzt rechts zu dem Charakter darunter. Dein Zeug holen vielleicht noch? Willst du es nicht holen? Du bist zu weit gefahren. Wo willst du denn hin? Na, zu dem Bunker, wir müssen unser Zeug da holen. Die Geschwindigkeit macht gerade meine Aufnahme nicht mit. Ich entschuldige mich jetzt schon mal, aber die Grafik kommt da nicht hinterher. So. Hoppala. Zur Info, R-Motor an. Wie steige ich ihn ab? Mit F wieder, so wie du aufgestiegen bist. Nee, ich bin mit E aufgestiegen. Aha, Checkbox, so. Okay. You need to be filled with dirt. Okay, mit Dreck füllen. Die hat aber jemand gebaut hier mal. Boah, es wird hell. Oder auch nicht. Es ist nur Vollmond, glaube ich. Wo ist denn mein Rucksack? Hast du eine Taschenlampe noch dabei? Ah, da. So, ja, ja. Müsste eigentlich genau unter dir liegen, das Zeug ich da. Ich snack hier gerade meine Sachen. Ja, meine ich ja. Es liegt alles unter dir eigentlich. Dann haben wir nämlich auch mit. Für einen Zombie. Hä? Was hörst du? Hier ist nichts. Ich hab gerade irgendwie so, wie so zombie-mäßig halt gehört. Oh, kein Mist, ey. Was ist denn da hinten? Ah ja, aha. Da hinten haben wir einen Zombie. 50 Meter weit weg ungefähr. Aber da ist auf jeden Fall einer. Netter Bunker hier, ne? Schön aus, ne? Oh! Schick, schick. Oh, ich bin runtergefallen. Nein, du blutest. Oh mein Gott. Ich hab keinen Rex, ich hab keinen Rex, ich hab keinen Rex. Ich aber, ich müsste haben hier eigentlich. Oh, beeil dich, ich bin gleich tot. Ja, hab ich nicht. Oh mein Gott. Scheiße. Was kaputte Tabletten? Ne. Scheiße. Base Trap. Oh, ich hab Blute. Ich muss irgendwas. Oh Mann. Nein! Ich hab nichts zum kaputt machen oder sowas. Scheiße. Ey, jetzt werde ich hier sterben. Hast du keine Rex hier? Warte mal, oh, ich muss hoch, ganz, ganz schnell hoch. Oben im Haus. Oh, jetzt kam mir der Leiter nicht hoch, ist ja doof. Scheiße, ich werde im Haus, glaube ich, sterben. Oh, es hat er für eine Behinderung jedes Mal. Warum hält denn er seinen Kopf so scheiße links und rechts? Warum tut denn der das? Ist der dumm? Alter, diese Steuerung. Manchmal geht mir so auf den Sack mit dem. So, komm, gib mir Rex, irgendwas fix. Warum kannst du jetzt hier meine Hose nicht zerschneiden? Oh Mann, wo sind hier Bettlaken? Oh ja, komm. Ich habe auch noch eine. Oh Gott, Alter, fast tot. Oh Mann. Okay, langsam heile ich mich hoch, aber ganz langsam. Ich brauche trotzdem noch ein paar Racks. Also einmal habe ich jetzt hier noch. Okay. Oh, ich brauche mehrere, Alter. Gibt es eine Treppe nach oben oder so? Ist hier irgendwas? Da, Racks. Kann ich nicht zerschneiden. Danke. Nochmal Rex. Ja, langsam wird's. Also 15% Leben habe ich wieder. Von. Alter, dieses Runterfallen ist natürlich echt mies, ne? Ja, man muss echt aufpassen. Boah. Ja, das ist mir auch passiert und dann bist du auf mich draufgekommen. Also, puh, das war jetzt krass. Brauchst du nochmal Rex jetzt? Ja, ja, also wäre cool, wenn du welche hättest. Ja, ich bin hinten am Quad jetzt gleich. So, ich klatsche mir nochmal einen Rex rein. Solche 17%. Das passt ganz gut. Aber ein Zombie darf ich jetzt nicht über den Weg laufen, weil dann habe ich auf jeden Fall ein Problem. Ich lege die Rex auf den Boden. Beim Quad. Ja, die liegen jetzt hier irgendwo. Da hat die runtergeschmissen. Ah, ich hab's hier vorne, Linse. Nein, nein! Oh, ich bin tot. Lol. Weil ich mich wie diesen blöden Zombie erschrocken hab. Allmächt. Lebst du noch? Okay. Ja, ich lebe. Okay, ich bin tot. Ich komme auf jeden Fall zu dir gelaufen, mein Rucksack. Einfach mal liegen lassen, ne? Ja, ich komme nicht jetzt gleich nur was abholen. Du musst nur sagen, wo du ungefähr bist. Jo. Scheiße. Dieser blöde Zombie. Warum bist du in die andere Richtung gelaufen? Hä?
Warum bist du nicht Ich wollte mehr? runterkrabbeln einfach vor Angst und dann, ja, war Feierabend. Scheiße. Verdammt. Ja gut, Leute, trotzdem würde ich sagen, ja, hier ist dann Pausenende. Oh, wo bin ich gespawnt, Alter? Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Würde mich wieder freuen. Lasst doch einfach mal ein Like da oder ein Abo für uns beide. Würde uns das sehr darüber freuen. Und dann würde ich sagen, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, Auf jeden BV. Fall. Bis dann. Mach's gut.